lustig werden. Ja. Aber leider nur für eine kurze Zeit. Ist bei 5,5. Ja, ja, der ist fertig, der ist schon über. Warum? Ach, mit der kurzen Zeit, das wird man sehen, na, wenn du uns kennenlernst. Ja, ich wünschte es. Ich könnte. Wieso, was ist los? Am 16. August bin ich für ein Jahr weg. Oh, okay. Aber es könnte sein, dass ich da alles aufgebaut kriege und auch zocken kann, aber ja. Ich muss ins Gefängnis für Drogen. Alter, siehst du die Stamina? Oh! Der hat so schon 3000 Stamina, Mann. 336 Mini-Damage, 4000 Life. Alter, das Ding ist Hammer. Ich gehe halt zu einer Familie für ein Jahr. So. Irgendwie so. Mike, warte. Hier ist ein Quatsch. Okay. Ja, 55 ist der. Hab ich vorhin schon geguckt. Aber es sollte klappen, dass ich da auch spielen kann. Immer ein paar Viecher. Was ist das genau, was du da machst? Wenn ich sozusagen ein Jahr bei einer Familie arbeite bei denen und lerne eben Französisch. Alpha. Okay. Oh. Okay. Weil ich nachher gerne ins Militär gehen würde. Oh ja, check. Okay, Blacky. Kannst du mal gucken, in Agentavien Sachen, da gehe ich kurz AFK, da komme ich dann, keine Ahnung wie das lange dauert, da komme ich dann wieder, okay? Ja, wenn alles fertig ist, kommst du wieder, ne? Das ist schon alles fertig, die ist alles unten fertig. Meinen Stock größer machen und das war's doch schon. Optimal, Junge. Dann sag ich dann bis später, Jungs. Dann bis. Ja, bis morgen. Claystone. Kannst du auch Tonwände und sowas bauen. Das wollte ich eben versuchen, wenn es das ist. Aus diesem Primitivzeugs. Aber es dauert ja ewig, bis ich da genügend Clay hab. Oh ja, da bist du schon ein bisschen länger unterwegs. Es gibt aber auch eine spezielle Spitzhacke, mit der du viel mehr Clay farmst als jetzt Stein oder Flint oder so. Echt? Und wie heißt die? Moment. Obsidianpicke. Ja, genau. Obsidianpicke. Dafür brauche ich Obsidian. Glaube ja. Hä, wo ist der Quatzel hin? Okay. Scheiße, wo ist der? Aber Obsidian haben wir auch irgendwie 300-400 in der Base. Ich muss auch wandern, ne? Ah, ich glaube, ich hab ihn. Ich hab ihn. Warum wandert der denn? Langweile? Vielleicht hat er Langeweile. Pick doch auch damit ein Dings drauf. Na, der Quatzel muss weg da. Der hat schon so viel eingesteckt. Dann bleib in der Nähe. Achso, hier Blumensamen und sowas kannst du bei uns in die Mörtels packen, weil damit kann man Öl machen. Okay, also gibt's auch Blumensamen. Jaja, viele Blumensamen. Viele verschiedene. Gibt hier wie gesagt auch Kaffee und Kamillentee und all möglicher Scheiß. Und auch Zigarren, ja. Ja, Zigaretten kannst du auch machen. Die kann man dann auch rauchen. Ja, die kannst du auch rauchen. Ich find das hier auch sehr spannend, diesen Mod. Muss ich einfach noch ein paar Sklaven anschaffen, die für mich auf den Feldern arbeiten. Ach ja, das Ding braucht ja auch Sparkpower, ne? Also, ich habe gerade die Nachricht bekommen von Trigul, also Aka Timon, dass er in der Nähe von FOG wohnt. Von was für ein Ding? FOG, dieser Clan, der wo gerade eben geschrieben hat. Ey, schmelz, Bitch, was killst du unsere Vögel? Amanakonyo. Keine Ahnung.
Oh, ich habe jetzt mal gesagt, dass ich immer besuchen will. Vielleicht sagt er es jetzt. Haha, die sind das. Dann gehen wir den einfangen. Wäre direkt reinschmeißen. Aber wahrscheinlich wird euer Vogel schlagen oder so. Also müssen wir ihn eher betäuben und alles wegnehmen von ihm. Und ihn dann packen. Ach, soll er den Vogel mal schlagen? Er hat irgendwie 6000 Leben. Das ist ein 145er mit Primate getamter Vogel. Kommen wir mal nach, hier hinten ist auch noch einer. Ja, ja. Dann. Da kann er lange schlagen. Ich hab den jetzt auf 4000 Stamina gemacht, ne? 6000 Life und 400 Milli Damage. Bisschen auf Speed machen? Natürlich, 200. Ja gut. So ein Agentavis ist sowieso nichts zum Fighten. Hält ja nichts aus. Ah doch, der hat gut ausgehalten. Ja, weil es ein Lobo-Raptor war. Ja, 15. Das ist doch Lobo. Agentavis ist ja 240. Er hat geschrieben, ich soll ihn suchen. Wie lustig. Wo wohnt er? Bei F... OG. Die sind auf Tropical Süd, glaube ich. Ja, wo bist du denn jetzt, Mike? Na, ich fliege hier am Strand lang, also an der Küste. Emmys Insel. Da bist du schon. Ja. Noch nicht. Der muss unbedingt auf Speed. Aber jetzt merke ich, was du meinst, wie so ein Kleinkind. Komm mich suchen! Ja, ja. Anstatt zu sagen, fertig. Also Thörs hat auch noch geschrieben, wenn ich dir das sage, dann kommen mich die anderen raiden. Ich so, nein. Sie doch nicht. Ich kann ja mal da hinten hinfliegen und mal versuchen, ob ich ein bisschen was snipern kann. Das wäre cool, wenn er es gleich schreibt, was du sagst. Das sieht doch nice aus. Er scheint nicht mehr hier zu sein, keine Ahnung. Egal. Ja, vielleicht hat er einfach auch nur Scheiße gelabert. Hat er wirklich so Schisser. Junge, hast du Eier? Sag doch einfach. Wir... Wo dein Haus wohnt. ...graden... ...dich nicht. Ups, ich glaube, ich habe gerade einen Spieler getötet. Echt? Ja, und wie heißt der? Keine Ahnung, wurde die angezeigt. Ey, wenn das ist er, wäre es ja genial. Obwohl. Das wäre genial. Ja. Jetzt kann man nachschauen, was ich kann sie gerade sagen. Ja, nein, ist gut. Okay, never mind. Musst L drücken, was steht das? Ja, ich habe jetzt auch gerade in der Stammverwaltung geschaut, aber ich finde es nicht. Ich bin ja bei euch nicht drin. Aber gesagt, nee, er ist ja nicht bei uns. Ah ja, stimmt. Nein, du hast keinen getötet. Okay, dann war es wohl ein totes Tier oder so. Ein totes Tier getötet. Hä? Nein, da lag wohl ein totes Tier, weil ich einfach mal so zugegrabt habe und Fleisch bekommen habe. Achso, ich dachte schon, du hättest ein totes Tier getötet. Alter, die Allosaurus hier machen gerade Dingsblatt, the Base. Oh Mann. Er ist genauso cool wie immer die Aussage, so da lag eine tote Leiche. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Aber so ich im. Das würde sicherlich der Timon sagen. Weil sie auf einer. Hä? Ja, ich wohne in der Nähe bei FOG. Sie sind auf dem Server bekannt. Ihr fühlt sich jetzt fame.
weil sie auf einer Materialquelle sitzen. Ah. Hä? Hä? Was für eine Materialquelle, bitteschön? Also, ich übersetze es mal. Er meint halt irgendwie, er wohnt bei Dingen und die sind halt auf dem Server bekannt. Und ja, weil die halt auf einer Materialquelle sitzen und da immer schön bauen können. FOG, wie ist das? Also, ich bin vorhin auf einem Base vorbeigeflogen, ja. Lol. Da also bekannt sind die nicht. Da haben halt eben vier Wände gefehlt, ja, konntest einfach reinspazieren. Ich weiß nicht, ob es... Ich glaube nicht, dass die jetzt so bekannt sind. Ja, was heißt bekannt? Ja, die schreiben öfter mal im Chat, ja. Das war's aber. Aber auch nur Scheiße. Hier eben wie jetzt. Hey, Schmelz, Bitch. Weiß ja nicht, ob man dann gleich bekannt ist, wenn man da mal was schreibt. Nein, du musst dir das ja nicht Gedanken machen. Ich meine, das ist doch jemand Timon, wo das geschrieben hat. Von dem her. Eben, solange der nicht Pumba holt, ist alles gut. Junge, der holt seine Schwester. Die ist genauso schlimm. Ah, oh, meine Güte. Alter, seine Schwester, die schlägt mich bestimmt an. Junge, wenn euch etwas umbringen würde, dann die Schwester. Alleine schon davon, vom Anblick würden wir umkippen. Oder vom Gewicht her? Ja, die habe ich leider noch nie richtig gesehen, aber sie hat wohl irgendwie einen Freund. Also sie ist glaube ich 16 und der Freund ist irgendwie 23. Ja. Oh, kannst du anzeigen, Missbrauch, Kindermissbrauch. Genau. Und noch irgendwie, was war noch, man hört sie immer so rumschreien und ihre Eltern anschreien und irgendwie so, sie ist irgendwie noch schlimmer zurückgeblieben. Ich habe immer das Gefühl, die kommen irgendwie aus so einem verseuchten Gebiet oder so. Alter. Fallout oder so und sind einfach ein bisschen zurückgeblieben. Oh, aber auch die Familie, also. Und das Haus, wie es im Haus aussieht. Ich glaube, das Haus könnte die Person da anzeigen wegen Missbrauch. So würde das eher aussehen. Oh, diesen Arzt, ich will gar nicht wissen, wie es so aussieht. Das WC, also meine Mom war immer da auf dem WC. La 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 la. Was? Lebt das Haus? Das Haus, ja, das Haus will sie anzeigen wegen Missbrauch. Nein, ob das Haus lebt. Von ja, innen. Wenn es sie anzeigen würde, schon. Aber nicht mehr wirklich so, wie es aussieht. Also, es sind schöne Häuser, nachher kommt sein Haus, nachher kommen wieder die schönen Häuser. Nein, eher, ob das lebende Mitbewohner hat da. Außer jetzt die Mitbewohner, die eh da wohnen. Also, sowieso. Blitzmecker. Ja, also nicht. Aber irgendwie. Blitzmerker. Leider. Mann. War. Okay, gut. Aber ich war auch nicht oft drin und habe jetzt auch nicht hier auf Detektiv Conan gemacht. Boah, stell dir mal vor, du gehst auf Klo und konntest so eine Kakerlake entgegenlaufen. Ja, aber was auf dem Klo war, waren eher Überreste überall. La 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 la, ich höre nichts. Ratte kommt raus. Nein, wahrscheinlich nicht Überreste, aber meine Mama hat gesagt, das war halt einfach ein bisschen eklig. Junge, wenn ihr das auf YouTube seht, dann würde ich mich umbringen. Okay. Aber sonst ist er nett. Ja. Naja, kann sein, dass er das auf YouTube sieht, ne? Weil man 1,5 Millionen Abonnenten, kann sein, dass er dabei ist. Hey, du hast 1,5? Naja, niemals. Klar. Ja. Willst du einen Link haben? Ja, schick mal Link. Kein Ding, warte. Zeig mir Beweise, zeig mir Papiere. Ich glaube, ich habe eine Scheißstelle zum Bauen ausgesucht. Ach, scheiße. Meine Abonnenten sind runtergegangen auf 100, auf 115. Hey, ich glaube eher, du hast da zwei Null vergessen. Du, das kann echt passieren im Moment, weil das ist ja so, dass so YouTube einfach Abonnenten löscht. Also mach dir keine Sorge. Ich weiß, ich durfte es auch schon erleben. Ist echt toll, also wenn du dann am einen Tag reinkommst und guckst und hast 1200 nochmals Abonnenten, kommst am nächsten Tag und auf einmal hast du 115. Nur ein Anzeigebug, ne? Denkst du so, what the fuck? Ja, du musst aber nochmal die Challenge
checken, ob es geklappt hat mit dem Kaufen von Abonnenten. Ich kaufe das einfach ein bisschen lang. Ich kaufe keine Abonnenten. Kann er sich gar nicht leisten. Ja, das kommt noch dazu. Das wäre viel zu teuer. So, wo wohnt ihr eigentlich? Wenn ich einen Satz sage, weißt du, wo ich wohne. IS. Afghanistan. Ja, definitiv. Oh Mann. Entschuldigung. Ja, ich brauche eigentlich nur gucken, wo ein Baumhaus ist. Fertig. Hä? Meinst du das, wo im Spiel, wo unsere Base ist? Ja. Weißt du das nicht? Hä? Nö. Du hast mich doch gerade eben aufgepickt. Ich wollte gerade sagen, hast du ihn nicht aufgepickt? Nein, das war mein Bruder. Okay, dann frag deinen Bruder. Nee, wie soll ich dir das erklären? Wir sind von eurer Base aus einfach weiter, ich würde nur sagen, 5 Minuten Flug war es schon. Zum Kartenrand. Also ich kann es dir, warte, ich kann ja. Ach ja, wir haben ja Kartenpositionen, ich kann dir die Koordinaten sagen. Wir sind ungefähr bei, was ist das, 86, 68 so? Ja, dürfte hinhauen. Fette Tore bestimmt, ne? Nein, wir haben keine fetten Tore. Ah, okay. Wir haben eine kleine Base, die ich gerade umbaue. Und dann eine etwas größere, dann halt so eine Baumhausbase. Wieso bin ich jetzt wieder zu fett? Ah ja, jetzt. Ja, das habe ich ja noch gar nicht gefragt. Welches Level bist du überhaupt in Pokémon Go? Der, wo vorhin ja geantwortet hat. Level 7. Naja. Aber welches Team bist du? Blau, glaube ich. Ja, doch. Alles Arschkriechen. Alle gehen ins beste Team. Hä? Nur meine Lieblingsfarbe ist blau. Ich weiß gar nicht, welches das beste Team ist. Das ist Team Blau, das ist super. Ich glaube 40%. Lal, okay. Ja, es ist aber, weil es genau in der Mitte ist und eben die Farbe blau. Das ist die Lieblingsfarbe von den meisten Menschen und weil es in der Mitte ist, nehmen es halt auch die meisten Menschen. Wie heißt der eine Typ da? Lal. Trigu. Achso, okay, dann ist das ein anderer. Er hört sich fast genauso an. Schade, das hast du mir schon Hoffnungen gemacht. Ich habe jetzt gerade schon so innerlich gedacht, ja! Yeah! Und dann kommst du so, hm. Ne, ich hab noch ein bisschen mehr Munition mitgenommen zum Snipern. Was wärst du mit der Pistole auf ihn schießen? Ich weiß aber gar nicht, was er hat. Es könnte ja sein, dass er so voll die OP-Base hat. Da bestelle ich mir nicht. Nee, also ich hab ihn heute, ich glaub, zum ersten Mal gelesen. Ey, das ist so stockfinster, ey. Soll ich dir mal einen Tipp verraten? Was für ein Windows hast du? XP. Nein, 7. Achso, ich dachte schon so, jetzt kommt so Windows 98. Nein, Windows 7, okay, da hast du ja unten am Desktop so eine Suchleiste, ne? Kann sein. Also eine Suchfunktion, da musst du mal eingeben. Bildschirmkalibrierung. Da kannst du die Helligkeit deines Bildschirms hochstellen. Und wenn du die hochstellst, dann hast du nachts, siehst du einen Arc so wie tags. Ja, du kannst auch einfach Gamma 4 oder so eingeben. Nee, funktioniert nicht. Nee, ist nicht auf jeden Server aktiv. Extra deaktiviert. Oder wenn du eine Nvidia hast, dann kannst du das da auch hochstellen.
Aber die funktioniert bei mir nicht mehr. Frag drum. Wie hast du das denn geschafft? Keine Ahnung, lässt sich auch nicht mehr updaten. Es geht bei mir aber auch nicht irgendwie. Immer wenn ich auf Updaten klicke, passiert einfach nichts. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich voll das Bedürfnis, den sexy Banana zu töten. Ach, es braucht ewig, ein Haus zu bauen. Ha, die ist nuts. Oh Mann, das werde ich glaube ich noch oft genug hören. Die ist nuts auf jeden Fall. Braucht ihn Elch? Nö. Haben schon Nikola, der ist Elch genug. Nö, nö. Wie gesagt, wir haben Nikola, der ist schon Elch genug. Wo ist die Holzrampe? Oh, da unten. Oh, ich bin schon viel zu weit. Auch noch einen, ich bin auch mal gerade AFK. Okay. Ich bin auch mal ganz schnell weg.
Wie lange spielt ihr eigentlich schon auf dem Server? Ich denke mal auf K. Nee, er ist gemutet. Wer ist gemutet? Mein Bruder. Er hat nämlich gerade geredet und ja. Nee, schon eine ganze Weile, also ich spiele ungefähr auf den Server seitdem. Warte mal, wann haben sie sich einen eigenen gemacht? Vor 2 Jahren und, ne? Nee, vor 1 Jahr. Das ist ja schon eine Weile. Ja, 1 Jahr oder so. Ja, ich habe das Spiel seitdem es draußen ist. Ich hab's auch schon ziemlich lange. Aber Anfang war es halt mega schwierig. Und mega buggy. Also für mich, also ich hab's wirklich, ich hab's gekauft und Minimum ein halbes Jahr nicht gespielt. Weil ich es wirklich gespielt habe mit dem Kollegen und wir sind wirklich gar nicht vorangekommen. Weil wir entweder inkompetent waren oder es war wirklich so schwer. Und wir wurden immer von Schildkröten getötet. Wir sind hart zu zählen, okay? Erstmal, ich hab's mir gekauft, halbes Jahr Pause gemacht, weil der Rechner das nicht abkonnte. Dann haben sie es halt ein bisschen rumgefixt und so, dann habe ich dann angefangen zu zocken. Das kenne ich, das ist manchmal ein bisschen so rumbackt. Sag mal, euer Baumhaus sieht richtig, also, ja, ist er überhaupt da? Er ist, glaube ich, noch AFK. Muss ich immer sagen, das sieht richtig scheiße aus. Achso, er hat 2 Plattformen, da oben drauf ist noch eine. Ist gerade einer mit euch mit dem Argentavis unterwegs? Ja, ich. Warum? Ich habe gerade einen gesehen. Yeah.